Oh je, oh je, oh je. Weiter mit diesen Spinnern der Familie. Glaub mir, da habe ich schon mit denen geredet. Du gibst mir Geld und ich schenke dir meine Zeit. Renner, das ist der Vance, Ich werde der später Leiter in meinem und Laden der sein. Typ. Wir sehen uns dort im Allgemeinen. Ganz wichtig. Ah, und wo ist er denn? Nicht hier. Die Loot ist wichtig, okay. Die Loot ist wichtig. Wirklich? Gibt's nicht. So viel Loot bei denen, so viel Loot. Kann endlich gehen, super duper Markt rein dann. Ich hab Flammenwerfer-Money wieder. In diesem Spiel zahlt sich so aus, ein Dieb zu sein. Einfach nur krass. Baseballschläger. Den brauche ich auch zum Reparieren. Alles, alles hier. Steck. Okay, passt, passt. Möp, möp, möp. Versteck. Perfekt. Zuckerbomben. Ach, Chaos. Sehr leicht versteckt. Perfekt. Schwer. Mist. Okay. Niemand hat mich entdeckt. Mistkugel kann ich auch noch ausräumen. Das ist auch stehlen. Was? Nein. Okay, Vance. Ich habe dieses Trara schon mal gehört. Was bringt's, wenn wir die Menschen nicht da packen können, wo es weh tut? Hallo. So läuft das in der Familie nicht. Und das weißt du genau. Jetzt stell meine Geduld mit diesem Thema nicht weiter auf die Probe. Okay, bloß nicht auf die Palme gehen. Ich hatte schon lange keinen Kunden mehr. Der letzte war ein bisschen arg durchwachsen. Wissen Sie, was ich meine? Wenn Vance auf diesem Balkon steht und wie ein Prediger loslegt, würde ich am liebsten kotzen. Aber wenn ich meine Vorräte aufstocken will, brauche ich seine Genehmigung. Und darum habe ich sein fünftes Gesetz auswendig gelernt. Tötet euch nicht gegenseitig, tötet nur die Feinde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Ziemlich bescheuert, wenn Sie mich fragen. Sehe ich etwa wie ein Babysitter aus? Ich weiß nicht, wo er ist. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Endlich ist hier einer, der Mumm in den Knochen hat. Hier ist das Kennwort für das Zimmer des kleinen Schwächlings. Warum prügeln Sie nicht ein bisschen Vernunft in den Kerl? Ian. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Meine Güte.
Kommen Sie wieder und schauen Sie bei mir im Geschäft vorbei, aber bringen Sie Kronkork mit. Gratis gibt's hier nämlich nichts. Dies ist mein Geschäft. Wenn Sie etwas kaufen wollen, dann kaufen Sie. Wenn Sie nur reden wollen, dann verschwinden Sie gefälligst. Oh, der Typ gefällt mir. Was Sie nicht sagen. Typischer Karl. Wir miteinander reden? Ja. Möchten Sie wieder mit mir reden? Ja. Tatsächlich. Dann sagen Sie mir einmal, was Sie aus den Gesetzen gelernt haben. Was halten Sie von uns? Oh, machen wir das. Sie, ich würde mich für eine Fledermaus halten und versuchen, davon zu flattern? Nein. Oder dass ich kein Spiegelbild hätte? Falsch. Wenn Sie mich fragen. Die Leute aus dem ganzen Ödland brauchen mich, um ihnen einen Sinn im Leben und eine Identität zu geben. Ich habe diesen Leuten das Leben eines Vampirs gezeigt. Ich habe ihnen Schutz, Struktur und ein Zuhause gegeben. Uff. Seien wir nett. Die töten mich vielleicht sonst. Jetzt enttäuschen Sie mich aber. Sie müssen schon erst einmal genauer nachdenken, bevor Sie uns einfach verurteilen. Ich habe inmitten Ihrer Gier regiert und Ihnen beigebracht, nicht vom Fleisch zu essen, sondern vom Blut zu trinken. Vor allem haben Sie eine Familie, einen Ort, an dem Ihre Marotten toleriert und verstanden werden. Ach ja, mein neuester Schützling, was wollen Sie denn von ihm? Dann ist also ein Teil seiner menschlichen Familie noch am Leben. Dann ist es umso wichtiger, dass er weiterhin in der Isolation bleibt. Ian steht in seinem Leben an einem kritischen Punkt. Nach all dem, was in Arifu vorgefallen ist, ist er verängstigt und verwirrt. Ich wäre schlecht beraten, wenn ich Sie mit ihm sprechen lassen würde, während er sich entscheidet, was er tun möchte. Ich habe überhaupt nichts mit ihm gemacht. Ian hat der Hunger auf Fleisch übermannt. Dieser Hunger hat ihn dazu getrieben, seine Eltern zu töten. Zum Glück habe ich in dieser Nacht eingegriffen. Er hätte um ein Haar jeden Hunger auf Fleisch für immer verloren. Er hat seine Eltern getötet. Gut, bist du dran eingesprungen. Ich sage Ihnen, dass man ihn nicht länger einen Kannibalen schimpfen wird. Er ist einer von uns geworden. Ein Angehöriger der Familie. Der Hunger, der uns antreibt, muss im Zaum gehalten werden. Das ist eine der schwierigsten Sachen, die wir den Leuten beibringen müssen. Ian hat die Kontrolle verloren, weil niemand da war, um ihn zu leiten. Seine eigene Familie war ihm fremd. Oh, das schaffe ich doch nie. Nein, wir dürfen ihn bei seiner Meditation nicht stören. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Möchten Sie wieder mit mir reden? Ich hatte immer geglaubt, dass Menschen uns nur mit einer einzigen Absicht besuchen kämen, um uns zu vernichten. Mhm. Mir scheint, meine Befürchtungen waren unbegründet. Eine angenehme Überraschung, jemanden kennenzulernen, der so offen für Neues ist. Nun gut, ich werde Ihnen erlauben, mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht können Sie ihm helfen, mit seinem neuesten Feind fertig zu werden. Mit sich selbst. Unsere Gäste dürfen nach Belieben im allgemeinen Bereich unserer Heimat umherstreifen. Also, schalte ich zuerst Vance aus mit einer Mine im Rücken. In seinen Taschen oder schalte ich zuerst die Wache am Tor aus mit einer Mine im Rücken und in der Tasche? Schwierige Fragen. Oh, lass mich rein. Was? Chillt gerade. Der chillt einfach. Was gibt's hier im Klo? Das
eine eigene Toilette. Schaut nicht so gut aus. Warum nicht? Warum nicht? Hey, Bro. Aufwachen. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür. Was wollen Sie? Nun, das liegt vielleicht daran, dass ich nicht gefunden werden will. Warum zum Teufel suchen Sie denn eigentlich nach mir? Warum können mich nicht einfach alle in Ruhe meine eigenen Entscheidungen treffen lassen? Ich halte das nicht länger aus! Ich weiß nicht mal mehr, wer ich bin oder wohin ich gehöre. Meine echte Familie gibt es meinetwegen nicht mehr und Vance ist alles, was ich jetzt habe. Dann müssen Sie mich ja für ein Ungeheuer halten. Helfen? Wie können Sie denn helfen? Da ist etwas in mir. Irgendetwas ist vollkommen im Eimer. Ich bin ein Mutant, ein verdammter Freak. Die einzige Person, mit der ich jemals sprechen konnte, war meine Schwester Lucy. Und die ist weg. Niemand kümmert es einen Scheißdreck, was ich mache und wer ich bin. Außer Vance und die Familie. Verstehen Sie das denn nicht? Nein, es tut mir leid. Ich werde nie mehr einen Fuß dahin setzen. Sie vermisst ihre Familie wirklich sehr und fragt hier drin dauernd nach mir. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Ich wette, Lucy fühlt sich genauso mies. Sagen Sie Vance bitte, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich werde heim nach Arfu gehen. Hoffentlich sehe ich Sie dort auch. Ich packe nur schnell meine Sachen zusammen und verabschiede mich. Dann gehe ich. Jo. F deine Familie, Vance. Okay. Ich muss da unbedingt wieder zurückkommen. Ich glaube, ich bin noch nicht stark genug für diesen Ort. Oh. Ich werde später in meinem Laden sein. Wie geht es unserem neuesten Mitglied? Bringt ihm die Meditationszeit Erleuchtung? Ich glaube nicht, dass es ihm was bringt. Er scheint ziemlich neben der Spur zu sein. Aber wenn man bedenkt, was passiert ist... Verständlich. Gib ihm Zeit, Justin. Veränderungen sind nicht immer leicht zu verkraften. Okay. Wir sind uns schon ziemlich nahe gekommen und langsam redet er mit mir. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Bitte nicht. Ich nehme an, dass Ihre Unterhaltung mit dem kleinen Ian gut verlaufen ist. Ja, nicht für dich. Ich bin an den Resultaten Ihrer Unterhaltung ziemlich interessiert. Hat er sich jetzt entschieden? Fahren Sie fort, solange Sie dieses Maß an Höflichkeit aufbringen. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem war, dass es nur sehr wenige von diesen Blutpaketen gab. Irgendwelche Vorschläge? Ich weiß zwar Ihre Absichten zu schätzen, aber denken Sie bitte daran, dass wir weder über nennenswerte Summen noch über nennenswerte Waren verfügen. Das bisschen Geld, das Karl mit seinem Laden verdient, fließt in die Anschaffung von Waffen und Munition, mit denen wir uns schützen können. Es tut mir sehr leid, aber könnten Sie vielleicht ein besseres Angebot machen? Einverstanden. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arafu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre Art doch vertrauenswürdig sein kann. Diese Lektion werde ich niemals vergessen. Und was ist mit Ian? Wofür hat er sich entschieden? Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren, aber ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Wie es scheint, liegt diese Verantwortung jetzt bei Ihnen. Ich hoffe,
Sie werden mehr Erfolg haben. Bitte nehmen Sie das hier. Betrachten Sie es als Entschuldigung für die Qualen, die Sie auf sich nehmen mussten, um den Ort hier zu finden. Tschüss, Mensch. Unsere gemeinsame Zeit war recht lehrreich. Oh, Rusty. Okay, das könnte mir echt helfen. Außer, dass ich Schaden nehme, wenn ich es benutze. Ich hab dich nicht bestohlen. Wollen Sie den ganzen Tag nur glotzen oder werden Sie auch etwas kaufen? Oh. Mit den nötigen Kronkorken. Blero, Impulsgranate, Kronkorken, Laser. Okay. Kann ich dir deine gestohlene Ware zurückverkaufen? Ich bin ein Idiot. Ach, das kann ich. Ich kann jetzt seine gestohlene Ware zurückverkaufen. Krass, Teile davon. Was haben wir hier? 44er. Das ist gut. Dann kann ich diese Sachen verkaufen. Das für einen Sniper, das behalten wir. Nicht viel Geld. Ein weiterer Zuf. Lass sie nicht sagen. Ja. Ich kann ihn nicht raus teleportieren, oder? Nein. Okay, schauen wir, was draußen aus dem außerhalb des U-Bahn-Tunnels ist. Aber ich habe die leichte Vermutung, dass es ein Yaogwai ist. Und Yaogwais brauche ich auf keinen Fall. Die sind scary as earth. Keine Yaogwais, bitte. Ich komme zurück für die Familie Kleinsorge. Mal, dass keine Mine mehr hier ist, die ich übersehen hätte. Mir kommt vor, wenn ich hier rausgehe, gibt es ja auch Weiß und das Gleisgewehr. Und das Gleisgewehr wäre richtig nice. Ich glaube, da war es gar nicht schwer, dafür Muni zu bekommen. Also Gleisgewehr wäre ein sehr cooles Ding zu haben. Das brauche ich auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, Yaogwais werden richtig scary. Menschen. Du bist tot! Rückzug, verdammte! Das, die kommen mir rein, ich weiß es. Nein, die kommen nicht rein. Da bist du! Das könnte ich ausnutzen. Killt sie alle!
Wie nutze ich das am besten aus? Ich sollte keine Granaten werfen, das könnte zu gefährlich sein. Lebenstaktik-Experte. Haben wir Zuckerbomben nicht? Oh, die sind cool jetzt. Also dann haben die nur Knüppel. Ich glaube, die kriegen später noch was Schwereres. Da bist du ja! Ich will diesen Körper! So, Laserwaffe, genau dieses Ding meine ich. Wirklich? Jetzt könnte ich Granaten werfen. '85, nicht hoch genug. Jetzt aber. Ja. Ach, fliegt schon einer. Uff, und der nächste. Bam. Was für ein Kampf. Kampfmesser. Laserpistole. Stimpack. Kampfrüstung. Gute Loot. Der hat auch Granaten. Gott sei Dank haben die nicht geworfen. Verdammt. Wer ist es diesmal? B. Ich weiß schon. Ist klar. 21.09. Da braucht mal keiner was. Kampfmesser. 8 Schaden. 9 Schaden. Könnte vielleicht sogar besser sein. Jetzt muss ich nur schauen. Okay, die sind ein bisschen schlechter als die Kampfrüstung, aber ich kann sie damit reparieren, das ist das Wichtigste. Das haben mir die Typen einfach nur Kampfrüstung gebracht. Im Endeffekt. Okay. Irgendwas gibt es hier draußen, aber wie schon gesagt, Jaugwei-Gebiet. Viel zu gefährlich. Fühle ich mich fast schon stark genug, dass ich mir hier anvertrauen würde, dass ich vielleicht sogar die Familie töten würde, könnte. Was haben wir hier? Kleines Nägel, ist das hier? Sag mir, das ist hier das Kreuzschlüssel, nehmen wir auch mit. Sag mir, dass ich richtig gelegen bin. Fleißnägel. Come on.
dachte kurz, dass es eine Mine ist. Ja, den Pimpel habe ich auch mitgenommen. Mist. Komm ich da rauf? Kann ich mir den High Ground anschauen? Nein, ich komme hier nicht rauf. Nuka-Cola, Mistkübel, wer tut denn sowas? Okay. Kein kleines Gewerbe. Möp, möp. Schauen wir uns mal um hier. Raiders. Raiders down below. Gut zum Verschwenden. Das Ding da. Hat nur ein einzelner Raider? Gibt's ja nicht. Was? Da sind mehrere. Oh ja, das Ding kann was. Oh boy. Verdammt. Bastard. Ja, grad. Deckung. Alles zu weit weg. Uff. Der muss weg, der Typ. Lust auf ein Tänzchen Hackfleisch? Dann wollen wir mal. Stillhalten, Fleischbrocken. Das hat sich in einer Kampfflinte an, das wäre ganz schlecht. Ich glaube, das hat eine Kampfflinte. Jagdflinte. Hopp, das war zu viel. Soll ich endlich mal Loot? Okay, we're rolling in the deep. Zwei gute Kampfmesser. Die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Und Betten zum Schlafen. Was will man mehr? Altmetall auch noch. Walter wird sich freuen. Gasgruppen absichtlich genommen. Schrotor.
Noch immer überlastet. Scooch macht dann stärker, oder? Ja. Nehmen wir mal dann Scooch, einen taktischen. Nice. Nice. Wie viel Platz habe ich noch? Bisschen was. Was, Money? Oh. Jetzt bin ich ziemlich am Ende, oder? Ganz genau. Ganz genau so, dass ich nichts mehr mitnehmen kann. Schade eigentlich. Außer, kann ich noch was reparieren? Yep. Okay. Pfeile, Vorkriegsgeld. Wupp. Ja. Das Spiel läuft smooth zwischendurch. Rocks, Buchs, Mittel. Dann. Cool hier. Ist das noch im Klo? Nein. Ich glaube, drin gibt es auch nichts mehr. Schauen wir mal. Das ist alles ein bisschen weiter entfernt. Okay. Zurück nach Megatown. Schauen wir, ob wir noch Lucy finden. Hoppa, Review. Anscheinend müssen wir da auch noch hin. Oh. Ja, Review. Yeah. Du. Ah, der Held des Tages. Ich weiß, ich habe mit Ian gesprochen und er hat mir alles erzählt. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich bin echt froh, dass sie die Rampe hochgelaufen sind, um uns zu helfen. Nochmals danke. Denken Sie daran, Sie sind jederzeit willkommen, wenn Sie wieder mal in diesen Teil des Ödlands kommen. Interessant, wie es aussieht, wollen Sie mit uns eine Art von Abmachung treffen? Ich schätze, das ist besser als jeden Tag mit meiner Waffe auf der Rampe nach unten zu zielen und mich nachts im Haus zu verstecken. Sagen Sie, Vance, dass wir mit dem Vorschlag einverstanden sind. Ich rede noch mit den anderen, bin mir aber sicher, dass sie mir beipflichten. Ich habe für den Fall, dass in Arefu einmal Not ausbrechen sollte, Sachen gehortet. Einige davon können Sie gerne haben, wenn Sie möchten. Wein. Tut mir leid, die Quelle ist versiegt. Kommen Sie bald wieder, vielleicht habe ich dann etwas für Sie. So, Little League, Eisenforst, Bleimagen, Blutiger Tod, der ist wichtig. Das ist eigentlich wichtiger fast. Ah. 10% Schadensresistenz gegen 5% Schaden. Nenne ich das. Er schlaft hier. Oh! Was für ein Freak. Augen über alles geöffnet haben. Fragen Sie ruhig. Ich war so um die 10 Jahre alt und spielte mit Lucy unter der Straßenüberführung. Wir liebten es, Steine ins Wasser zu werfen. Wir sahen einen Ödländer, wie er versuchte, die Brahmin-Pferche aufzubrechen und eine zu stehlen. Ich rannte rüber und sagte, er solle aufhören. Er hat nur gelacht und mich weggeschubst. Als ich hinfiel, fing mein Kopf an weh zu tun und meine Augen waren ganz verschwommen, wie bei einem Blackout.
Als ich wieder zu mir kam, zog Lucy mich gerade von dem Typen runter. Ich hatte ihm mit den Zähnen die Kehle aufgerissen. Sie sagte, ich hätte mich in jemand anders verwandelt. Dass ich sie sogar anstarrte und meine Arme erhob, als ob ich sie töten wolle. Der Ödländer schlug mit einer Art Keule nach mir. Und ich drehte mich um und hab mich auf ihn gestürzt. Ich riss mit den Zähnen seine Kehle auf. Hätte er das nicht getan, wäre Lucy vielleicht auch getötet worden. Ich weiß es nicht. Lucy sagte, Mama und Papa hätten das nie verstanden und dass ich mein Geheimnis für mich behalten sollte. Sie wollte versuchen, mir zu helfen. Es ist Lucy zu verdanken, dass seit Jahren nichts dergleichen mehr passiert ist. Jedes Mal, wenn ich wieder diesen Hunger verspürte, hielt sie mich einfach nur fest. Nach einer Weile schien der Hunger fast weg. Bis, naja. Ich glaube, du hast Hunger auf was anderes, Bursche. Ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich meine, ich bin ja nicht völlig bescheuert. Ich weiß, dass sie in Geschichten und so vorkommen. Wer weiß, vielleicht hat Vance recht und Vampire waren nur Leute wie wir, die gelernt haben, ihren Hunger zu beherrschen und nur Blut zu trinken. Ich meine, Vampire werden als gefürchtete Monster, nicht als gejagte, kannibalistisch veranlagte Tiere betrachtet. Das ergibt irgendwie Sinn. Mhm. Ja, okay. Es hilft mir tatsächlich, darüber zu reden. Fragen Sie ruhig. Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort. Wirklich. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Wenn mich der Hunger packt, ist es, als ob ich von einem anderen Wesen kontrolliert werde. Ich sehe, was passiert und kann die Augen nicht schließen. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was genau passiert ist, bevor Vance an die Tür klopfte. Das war ja das Komische. Er hat eine Art sechsten Sinn oder so. Vielleicht haben das alle unsere Art. Als ich zur Familie kam, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig zu Hause. So, als ob sie alle meine Brüder und Schwestern wären. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich am Boden saß und meine toten Eltern anstarrte. Mir war so, als wären es Tage gewesen. Ich hatte Hunger, wollte ihr Fleisch essen. Aber dann schien ein Teil von mir sich zu sträuben. Dann hörte ich draußen plötzlich Rufe und ein Klopfen an der Tür. Ich öffnete sie und das war Vance. Er schien irgendwie genau zu wissen, wie ich mich fühlte. Er nahm mich in den Arm und wir gingen. Ich schaute nicht zurück. Vance erzählte mir später, dass er mich deckte und der Familie zur gleichen Zeit ermöglichte, sich zu ernähren. Da meine Eltern bereits tot waren, tranken sie ihr Blut und hinterließen das Zeichen auf der Wand. Er wollte nicht, dass Evan mich verdächtigte. Das Seltsame war, dass sie ohnehin in der Stadt auf Jagd nach Nahrung waren. Es ist schon fast so, als ob Vance bereits wusste, was passieren würde. Ja, okay. Es ist unheimlich, jetzt wo meine Eltern nicht mehr da sind, in ihrem alten Haus zu wohnen. Aber ich werde das Beste daraus machen. Weil trotz allem, was geschehen ist, alle hier nett zu mir sind, glaube ich, dass alles gut ausgegangen ist. Danke. Ja, es sind alles voll Koffer fast. Kommen Sie irgendwann mal wieder auf einen Besuch vorbei. Natürlich sind die nett, natürlich. Ich schlafe dann mal in dein Bett. Ach, bitte kill mich nicht. Nur 2 Stunden und ein kleines Nickerchen. Okay, danke. Ich habe ja gewusst, dass Sie einfach nicht wegbleiben können. Episode vorbei. Warte mal, sind das da drüben die... Ist das Vance? Wer seid ihr? Was? Ah, der Typ. Ah, wieder hier. Machen Sie sich nichts aus Brayley. Sie ist wieder in ihrer Fantasiewelt. Nun, ich kann Ihnen lediglich meine Reparaturdienste anbieten. Ich bin sehr gut im Reparieren. Das liegt daran, dass Brayley ständig alles kaputt macht, wenn sie einen Kuchen bäckt oder so. Aber es kostet was. Nein. Nein, brauche ich dabei nicht. Lassen Sie es sich gut gehen. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel er überhaupt nicht springen. Nicht springen. Okay. Hallo. Hallo. Kein Problem. Ich gebe Ihnen eines meiner nach einem alten Rezept gebackenen Schokoladenplätzchen. Lassen Sie es sich schmecken. Tschüss. Guter Humor. Hallo, schon wieder da? Unterhalten wir uns doch ein bisschen. Ich bin froh, dass ich mich in Ihnen geirrt habe.
nochmals willkommen. Ich habe hier von ein paar interessanten Stellen gehört. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen helfen werden, aber Sie können sie sich gerne mal ansehen. Kommen Sie ruhig öfter. Es ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Ich dachte, du meinst andere interessante Stellen, nicht auf der Karte. Ups. Raus hier. Gehen wir gleich zu Lucy, wenn wir schon eine längere Folge haben. Und wir, was Lucy zu sagen hat. Fort Bannister. Sind wir das markiert? Wird wahrscheinlich jetzt erst drauf gehen oder runter. Das ist alles gefährlich. Hier ist es. Wo wird sich diese Los hier rumtreiben? Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll das ertauchen, um den Donner seiner Stimme zu hören. Hey, gibt's ja gar nicht. Hallo, es ist schön, Sie zu sehen. Ach, danke, dass Sie daran gedacht haben. In der ganzen Aufregung hätte ich das fast vergessen. Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Vielen Dank. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manya sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Oh, in Ordnung. Falls Sie mal wieder nach Megaton kommen sollten, dann schauen Sie unbedingt mal wieder bei mir vorbei. Was, die weiß gar nichts davon? Es ist schön, Sie zu sehen. Oh. In Ordnung. Ich sage ihr gar nicht, dass ihren eigenen Vater und ihre Mutter umgebracht hat. Okay. Peace out, Folge vorbei, ich geschlafen, es ist fertig hier.